Herzlich willkommen zurück zu unserem Worldwide Nuzlocke und wir sind sogar schon bei Folge 31. Ich habe mir endlich mal bemerkt, bei welcher Folge wir sind. Ich habe keinerlei Training gemacht. Wir haben immer noch Bird Jesus dabei. Bird Jesus! Ja, mir ist nämlich noch eingefallen. Es gibt ja noch eine Höhle. Gibt es? Ja. Aha. Da wir Charge uns gibt, es gibt nämlich noch diese, Panaero-Höhle oder so ähnlich, wie die heißt. Mhm. Und was ist das Wichtigste? Das ist ein neues Gebiet. Und was ist das Wichtigste? Das ist ein neues Gebiet. Elektro. Echt? Toll. Ja, du auch. Hä? 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 Jetzt verwirre ich dich nicht. Hä? Ey, ich bin gerade auf Facebook. Ach so, jetzt interessiert es mich nicht mehr. Oh. Denn, ja genau, hier ist ja eine Höhle, das wurde, darauf wurde ich auch mal vor einiger Zeit in den Kommentaren angesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber wurde ich auf jeden Fall angesprochen. Du wirst dich jetzt angesprochen fühlen. Aber wir konnten damals da noch nicht hin. Ne? Weil wir noch nicht Surfer konnten. Wir haben erst im Wendelberg Surfer gelernt und ich hole hier gerade irgendwie nur so einen scheiß Ball. Oh. Aber dadurch, dass wir da surfen können... Aber Schatz, um auf das andere da zurückzukommen, ne? Ja. Nein, ich habe bisher noch keinen Typen. Ach so. Ja. Habe ich mir auch schon gedacht. Fand ich sehr komisch. Oh. So, weil nämlich, wenn wir jetzt hier hinten rum... Ja, ich muss den ganzen Weg da rumlaufen. Ja. Hier sind so viele Pokémon. No. So viele Pokémon. Jetzt bin ich zu weit gerannt. Was ich auch auf jeden Fall noch ansprechen wollte, denn so ziemlich alle Folgen, die... Moment, das muss ich kurz nachgucken. In der Woche vom 21. bis 25. online gehen. Ne? Ja. Alter, ich gehe einmal aus Versehen nach oben und schon treffe ich direkt ein Pokémon. Ach ja, stimmt, muss ich mir auch noch holen. Also vom 21. bis 25. Werden wir die Folgen schon vorproduziert haben. Ja. Weil ich so ziemlich in der Zeit... Moment. Ich hasse mich gerade. Aha. Ich hasse mich gerade extrem. Warum? Wahrscheinlich haben alle geschrien, Alter, was machst du da? Guck mal, ich kann surfen, ne? Ja. Anstatt dieses kurze Stück nach da oben zu surfen, bin ich einmal außen rum gerannt. Oh mein Gott. Heute ist nicht mein Tag. Anstatt da einmal auf jeden Fall... in der Woche, weil ich mich komplett auf meine Klausuren konzentrieren will, wenn wir da schon alles vorbereitet haben oder bis dahin unseren Nuzlocke beendet haben, weil wir gestorben sind. Okay. Weswegen auch der Egglock nicht vor dem 28. Juli starten wird. Mhm. Weil es macht für mich einfach relativ wenig Sinn, das vor meinen Klausuren zu starten. Machen wir es doch lieber danach! Hier ist nämlich eine dunkle Höhle, aus der ich direkt wieder rausrenne. Na. Das hier ist nämlich ein neues Gebiet und das heißt, wir können hier ein Pokémon fangen. Na. Und es wird sein... Ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich vergessen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir hatten Magma, ne? Ja, glaub schon. Oh mein Gott! Ja, ich will's haben! Magma. Ich will's das haben! Das geil genannt. Ja, ich erinnere mich. Scheiße nur, dass ich hier nicht. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich wieder sagen wollte. Zu einem anderen Zeitpunkt müssen wir dann ja auch wieder vorproduzieren. Aha. Wenn wir bis dahin noch nicht durch sind. Schatz, zur Gamescom sind wir durch. Are you sure? Ja, ziemlich sicher. Wirklich? Ja. Sicher? Ja. Ich hoffe, Hornleech tötet nicht. Ich meine, es ist nicht Stab. Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Was? Wenn das Vieh jetzt Risikotackle kann, oh, dann schrei ich. Schrei. Wenn das Vieh Risikotackle kann. Schrei schon mal. Moment, kann es Volt-Tackle? Aber vor allem, dass es zu viel gemacht hat. Ich habe nicht gedacht, dass es zu viel macht. Ich denke schon, dass ich Volt-Tackle kann. Schatz. Sicher? Ich denke. Ich habe keine Ahnung. Kenne ich mich mit diesem Pokémon aus? Ja, es ist ein Voltag. Der Voltag ist total cool. Wenn du meinst. Oh, come on. Okay, bisher setzt er bloß Elektroball ein. Oh. Ich wünschte, ich könnte irgendwie einschläfern. Oh. Paralysieren würde... Ne, doch, paralysieren geht hier sogar noch. Yes, wir haben es gefangen. Yay. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so ein schlechter Encounter. Ich meine, es kann, glaube ich, Kreuzhieb lernen, wenn das, glaube ich, auch eine TM ist. Was relativ doof ist, weil ich die TMs randomized habe. Aber wie nennen wir es? Es ist männlich. Es ist männlich. Nenn es Thor. Nein, Thor ist für männliche Ampharos überlegt. Okay. Ferdinand hatte ich auch schon, verdammt. Dennis. Kennst du noch irgendeinen Donnergott? Zeus. Ne, Zeus. Warum soll ich Zeus nennen? Es ist kein Zeus. Es ist ein. Es schlägt zu. Es ist ein. Fernando. Ich werde es nicht Fernando nennen. Ganz ehrlich, fürs weiblich würde ich es Ginchi. Ginchi, ich kann ihren Namen nicht, aber ich würde es so nennen. Oh. Du weißt schon, die eine Tusse dann da. Dann nennen sie doch wie ihren Mann. Nein! Warum nicht? Dann nenne ich es lieber, ich nenne es gleich Sai. Opa, Gangnams, nein! Nein! Das versuche ich zu verdrängen. Er ist Moneschige. Nein. Er ist Peter. Okay. Nein! Nenn es Hans Wurst! Ey, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen, ne? Ja. Heute in der Vorlesung. Da hatten wir früher Schluss gemacht, weil da irgend so eine Wirtschaftsstudentin eine Umfrage mit uns machen wollte, ne? So, und weil sie dann meinte, ja, weil euch ja die, weil ich ja bestimmt total interessiert, was bei dieser Umfrage herauskommt, mal abgesehen davon, dass die Umfrage total dämlich war, ne? Warum? Erzähl ich gleich, was so in der Umfrage ging. Auf jeden Fall, hat die dann so eine Umfrage gesagt, ja, weil es euch total interessiert, schreibt doch euren Namen und so drauf, ne? Ja. Alter, ich habe mir da echt so gedacht, nee, es interessiert mich nicht die Bohne. Weißt du, was ich da jetzt drauf schreibe? Hans Wurst. E-Mail hanswurst@web.de. Habe ich dann nicht gemacht. Habe ich einfach meinen Vornamen plus abgekürzten Nachnamen und beim anderen Striche durch. Aber ich wollte schon fast Hans Wurst hinschreiben. Oh. Hans Wurst von den südlichen Inseln. Naja. Das verstehst du nicht, oder? Nein. Ach. Diesmal so, ich habe auch, ich hatte auch irgendwie erst voll spät erfahren von dieser Conchita-Wurst. Ja, ich habe das zufällig durch Facebook erfahren. Ich dachte zuerst, das wäre ein Photoshop-Bild, weil einer nämlich mal Shady Penguin gefragt hat, ne? Ja. Und irgendjemand anderes gefragt hat, ist das Shady Penguin? Weil der hat auch so einen Bart. Und ich dachte zuerst echt, dass wir irgendwie photoshoppt. Dachte ich eigentlich auch. Nur weil er da drüber stand. Ich nenn's jetzt Willi. Hä? Ich nenn's jetzt Willi. Willi? Willi. Nein! Das passt zu einem Wal. Du weißt schon, Free Willy und ja. So. Nenn es! Ich nenn's gleich Udo! Nenn es Otto! Nein, Otto ist für Otteros. Okay, stimmt. Nenn es Luke. Warum Luke? Weiß ich doch nicht. Also den Leuten muss es hier total gefallen, wie wir hier erstmal eine halbe Stunde daran sitzen, einen Spitznamen für einen Elevoltec zu finden. Nenn es Gira. Ich nenn's gleich Sean Connery.
Nenne es Sean. Nein. Nenne es Ashton Kutcher. Ich hätte nicht Ashton Kutcher. Auf was ist Ashton Kutcher? Hab ich doch gesagt. Du hast Ashton Kutcher gesagt. Mir doch egal. Das ist Kutcher. Mir doch egal. Nenn es Tom Hiddleston. Nein, ich nenn's jetzt Mark. Nenn es Matt. Ich nenn's Mark. Nenn es Matt. Ich nenn's Mark. Nenn es Matt. Moment, 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 Moment. Ich nenn es Max. Warum? Max Dillon? Wieso nicht Matt? Es hat was von einem Doktor. Max Dillon Elektro? Ach ja, stimmt. Max. Warum bin ich nicht sofort darauf gekommen? Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Ich habe gestern noch Spectacular Spider-Man geguckt. Ah gut, ich habe nicht die Elektro-Folge geguckt. So. Wieso nennst du es dann nicht gleich Elektro? Weil Elektro mir zu offensichtlich ist. Ach so. Finde ich langweilig. Ich meine, weißt du, wie ich mein... Zapdos genannt? Oh, mein Pikachu kuschelt mit meinem Bär. Toll. Was ich aber noch erzählen wollte, ne? Diese Umfrage. Es ging irgendwie so um solche... Fairphones, ne, die es auch in echt geben sollen, ne? Fairphones? Ja, Fairphones, die sollen, die kann die Umwelt besser abbauen und so. Und die sind auch länger haltbar, weil es die Ersatzteile und so immer gibt, ne? Okay. Aber auf jeden Fall, das war so geil, weil es ist eine dämliche Umfrage, ne? Ja. Die gibt uns da so die Sachen, ne? Ja, ihr habt ein herkömmliches Mobiltelefon. Ja. Und die hat ein Fairphone. In drei verschiedenen Preiskategorien, ne? Ja. Jeweils in der bestimmten Kategorie kosten die immer gleich. Okay. So, die hat auch nur gesagt, ja, so die Specs, die sind dann da ungefähr, die sind dann genau gleich, ne? Und dann solltest du aufzeigen, welches davon würdest du dir lieber kaufen? Ja. Also von dem, was ich dort wusste, ne? Den Informationen, die ich hatte. Verkauft sie mir exakt dasselbe Telefon und schreibt da bloß einen anderen Namen drauf. Und dann soll ich da irgendwie sagen, ja klar, ich will das da gerne. Ganz ehrlich, da hab ich echt kackendreist erstmal von den umweltschlechten Telefonen, ne? Ja. Die nach ganz oben gesetzt. Einfach so kackendreist, ich hasse fuck Environment. Ah. Scheiß auf die Umwelt. Richtig. Wow. Getan. Ja, ich habe am Wochenende aufgefallen, dass ich Nagellack drauf hatte. Ja. Okay. Ich suche den XP-Share, den Experience-Share. Da, EP-Teiler. Who the fuck hat noch einen EP-Teiler? Genau. Oh, ohne Zahn. Ohne Zahn. Ha. Ja, komm, Rambo und ohne Zahn. Damit die etwas hinterher leveln. Ja. Okay, das ist kein neues Gebiet. Scheiße, wir kommen nicht weiter. Was? Warum? Weil wir Surfer benutzen müssen. Ganz ehrlich, wenn wir Dingens nicht hätten, ne? Ja. Oh Mann, ich hätte hier Dragorane fangen können. Oh. Aber nein, ich wollte ja lieber da vorne im Gras suchen. Oh. Ah. Was hab ich da nochmal gefangen? Irgendein Scheiß. Irgendein Mist. Ich hätte einen Dragoran haben können. Oh. Lass mich raten. Hä? Ich muss erst mit Professor Sick... nicht Professor Sycamore. Ich muss erst mit Professor Esche Senior sprechen, bevor wir hier weiterkommen. Bestimmt. Ach, und ich dachte, wir könnten das umgehen. So, was geht? Wie, das war's? Und da ist Cedric mit Vornamen? Ja. Das war's? Und wie komme ich da jetzt hin?
Ohne dass ich stundenlang in Pokémon reinrenne. Gar nicht. Ganz ehrlich, ich erinnere mich an das hier nicht mehr. Oder muss ich erst die Arena machen? Weiß ich doch nicht. Wenn ich erst die Arena... Wenn ich erst die Arena machen muss, dann ist das heute ein sehr kurzer Part. Oh. Weil dann muss ich erst noch grinden. No. Ja, ich habe nicht gegrindet, weil ich dachte, wir haben jetzt sowieso noch den ganzen Drachenturm vor uns. Ich muss jetzt nicht echt jetzt noch die Arena machen. Bam, bada, bam, bam. Ah. Badam, bada, bam, badam, bam, bam, bam. Ah, wirklich? Und ich wollte heute... Badam. Ey, ich wollte heute mindestens zwei Parts schon mal vorher aufnehmen, aber nee, jetzt muss ich erstmal grinden. Toll. Fuck! Toll. Dadurch, dass ich die Tetris-Melodie gehört habe, denke ich jetzt wieder an das Spiel, was ich vergessen habe. Dr. Mario? Nein. Das, was ich die ganze Zeit im Internet gegoogelt habe und nicht gefunden habe. Ach so. Ich glaube, es hieß irgendwas mit Jewel. Jewel? Bejeweled? Nein. Oh, ich weiß es nicht mehr. Yay, TM53, Hohenklotz, also Clownwetzer. Ich gucke jetzt ehrlich gesagt noch nach, ne? Wir haben ja weiter dort hinten, ist ja an sich die... Wenn ich hier unten entlang gehe und es da entlang schaffe, ne? Mhm. Ist da ja die Brücke. Ne? Wirklich? Mhm. Wir kommen da auch nicht durch. Ja. Ganz ehrlich, da ich nicht weiß, ob ich das mit dem Rendern schaffe, weil es ja relativ spät ist. Ich würde ja sonst ansonsten ans Ende eine Grinding-Montage setzen, ne? Aber ich schaffe das sonst mit dem Rendern nicht alles, weil ich noch wahrscheinlich ewig grinde. Ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, wir können jetzt nicht... Wir müssen echt erst die Arena? Keine Ahnung, anscheinend. Okay, ich bin aber immer noch der Meinung, hier kriegen wir irgendwie ein Pokémon geschenkt. No. Okay, welches Pokémon sollte uns lieben? Libby. Yeah, wir kriegen noch einen EP-Teiler. Wir haben ja noch nicht genug. Toll. Ich dachte, hier kriege ich irgendein Pokémon. Warte mal, ist hier nicht irgendwie ein Team Rocket-Mitglied? Gibt der nicht irgendwie Pokémon? Ich will auch irgendwas tun, bevor ich in die Arena gehe. Weil es kommt mir sonst so vor, als würde ich den Leuten einen wunderbaren Part rauben, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, ans Ende schaffe ich einfach zeitlich nicht noch ein Grinding-Montage dran zu setzen, ne? Und ganz ehrlich, ich dachte echt, wir hätten noch den ganzen Turm da vor uns. Bevor wir überhaupt in die Arena kommen. Ich werde nur den ganzen Turm vor uns. Ja, und da hinten kommen wir bis zu einer anderen Jahreszeit hin. Hm. Huh. Huh. Wir haben echt alles geschah. Wir haben echt alles gemacht. Scheiße! Ich guck noch mal ganz kurz auf die Map. Ne? Ja. Haben wir noch irgendein Gebiet? Ne, Relic Castle können wir noch nicht hin. Cold Storage waren wir. Liberty Garden waren wir, ne? Ja. Ich muss das jetzt ehrlich erstmal überprüfen. Weil wir könnten ja an sich zu Route 17, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob... ich gucke erstmal so, was Route 17 für Level hätte, ne? Weil ich meine, sonst könnten wir da noch ein Pokémon fangen. Ne? Ja. Weil, ich weiß gerade nicht, welches Level so Route 17 ist und ob... Ne, die Level der wilden Pokémon hat, der eigentlich nie so wirklich erhöht. Die sollen so 34 sein, das heißt vielleicht in diesem ROM-Hack sind die vielleicht so Level 50, ne? Ja. Ah. Methinks, wir können da hingehen und auf Route 17 ein Pokémon fangen. Yay!
Wirklich? What the fuck? Was denn? Ach so, weil ich auf der Town Map bin. Ich wollte gerade sagen. What the fuck? Warum kann ich da nicht hinfliegen? Oh, Moment. Ne. Oh, Moment. Deswegen funktioniert das nicht. Oh, Moment. Ich bin dumm. Warum haben sie eigentlich nicht die Funktion eingeführt, dass man von der Town Map aus direkt fliegen kann? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich war wirklich der Meinung, dass wir erst noch den scheiß Turm vor uns haben. Oh. Ah, ich laufe 2 Schritte und wir landen wieder in ein Pokémon. Oh. Guck mal, Sansa, deine Vorentwicklung. Guck mal, ein Luturzel. Ich weiß noch, dass ich für irgendein Pokémon hier die ganze Zeit gesurft habe und, glaube ich, Goldinis bekämpft habe, ne? Wegen EV-Training. Das ja echt jetzt total angenehm ist in XY. Oh, 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 was ich noch gar nicht gesagt habe, was vielleicht alle noch nicht gehört haben, ne? Wir haben es geschafft, dass es jetzt das Vivillon mit dem, mit dem Fantasiemuster über Wi-Fi zu erhalten gibt. Also wenn ihr euer XY anmacht, ne? Könnt ihr einen Vivillon mit Fantasiemuster erhalten. Ja. Aber es geht nur bis Ende Juli. Haben wir nicht schon mal ein Visenio? Keine Ahnung, ich glaube schon, oder? Ach, ich fang's mal vorsichtshalber. Aber es wird ja sonst da stehen, aber ich meine, wir haben ein Viso. Meine, wir hätten eins, ja. Ja, aber ich fang's mal vorsichtshalber. Ich meine, wenn ich es jetzt nicht fange, dann kriegen wir das Pokémon nicht, ne? Ja. Also wenn ich's fange und wir haben's, ne? Dann kann ich es ja immer noch freilassen. Weil dann ist das Dupsclaws. Aber wenn wir noch keins haben, sonst hätte ich ja echt ein. Würde ich ja ein Pokémon ausschlagen, ne? Okay, ich nenne es Admiral. Mal sehen, ob das jemand versteht, warum ich es Admiral nenne. Mal sehen, ob das jemand versteht. Ich sag's noch nicht. Twitch plays Pokémon. Ach, jetzt sag's doch nicht. Ich wollte jetzt echt, dass die Leute das in den Kommentaren da schreiben, warum ich das so nenne. Entschuldigung. Ich dachte, du hättest dann auch gehört, was ich jetzt weiß. Ja, ich wollte noch fragen, ob du es weißt, aber sollst nur sagen, ja, ich weiß es. So, Entschuldigung. Nee, wir haben einen Geradax, genau. Ein Geradax? Ganz ehrlich, ich hab gedacht, wir haben doch so ein Pokémon schon mal gefangen, ne? Aber also, dann hab ich da keinen Ball gesehen, ne? Und dann, okay, haben wir vielleicht ein Visor gefangen? Geradax ist keine Weiterentwicklung davon, ne? Nein. Geradax ist die Weiterentwicklung von Zickzacks. Ach ja, genau. Juhu, unser Max ist mit negativem Speed. Freut mich ja sehr. Max, kannst du irgendwelche TMs lernen? Nein. Oder fragen wir es mal so, haben wir irgendwelche... Max, kannst du Close Combat lernen? Komm bitte. Yes! Yes, Max kann Close Combat lernen! Ein Punkt dafür, dass ich die Teile gerandomized habe. Na. No. Okay, ganz ehrlich, mit negativem Speed Nature, ne? Mhm. Werde ich ganz sicher nicht Elektroball drauf haben. No. Ganz sicher nicht. Ne? Gut, das sollte dann erstmal, dann wäre ich auf jeden Fall, glaube ich, Max. Weil ich meine, Max ist jetzt nicht gerade so, als würde der nächste Arenaleiter ihn umbringen, ne? Ja. Ansonsten, ich werde mal gucken, welches Level seine Pokémon haben, ne? Ja. Denn im Grunde so 8 bis 10 Level drüber würde ich schon gerne sein, weil ganz ehrlich, das ist schon gefährlich und wir haben nicht ganz so gute Pokémon, ne? Okay, wir haben ohne Zahn. Hm.
der war leider kein Firefang, glaube ich, kann. Das ist, glaube ich, ein Zuchtmove. Oh. Und geone-shottet wird von jeglicher Eisattacke. Hm. Ja. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part gefallen, auch wenn er irgendwie ganz anders gelaufen ist, als ich eigentlich gedacht habe. Aber wir haben jetzt zwei neue Pokémon gefangen. Und ich werde dann jetzt erstmal grinden müssen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal dann wieder. Bis dann.